Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lasst uns mal schauen, was bei Schätzelein so losi ist. Vielleicht auch ganz speziell übers Wochenende, was da bei dir so gehen könnte in the love, ne? Ich schaue, was bei Schätzelein los ist und ich schaue, was bei dir so losi ist, ne? Und du guckst einfach mal, ob du damit in Resonanz gehen kannst, ne? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Huch, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Beziehungsweise, was erzählt er oder sie dir nicht? Und worauf darf ich aufbauen? Da haben wir ein klärendes Gespräch. Okay. Also, das ist doch schon mal schön. Ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Was erzählt er dir nicht? Also, das, was er dir nicht erzählt, wird er oder sie dir demnächst erzählen, ne? Oh mein Gott, diese Logik hier. Okay, aber ich lese es trotzdem einfach mal vor. Deine Aufgabe ist es, mit deinem König, mit deiner Königin so schnell wie möglich eine Aussprache zu suchen. Womöglich habt ihr euch gestritten, es gab Missverständnisse und hier hat dir jemand vielleicht auch Dinge gesagt, die ihm oder ihr jetzt auch leid tun. Und ja, hier hofft jemand irgendwie, dass man hier. Warte mal. Also hier geht es klimperklar darum, die Dinge einfach auszusprechen. Ich meine, ich wiederhole mich, ne? Ein klärendes Gespräch. Es geht aber, ach, wartet mal. Ich weiß, ich bin schon wieder unprofessionell, ne? Eventuell bist du selbst noch vergeben und dein Herr und dein Herr und dein Herzensmann kann dir deine Entscheidungslosigkeit nicht verzeihen. Oder andersherum nervt es dich, dass er oder sie wiederum keine Farbe bekennt und nicht klar sagt, was Sache ist. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hier geht es um eine Aussprache und ich bleibe einfach intuitiv dabei. Ich habe es vor dem Mischprozess schon so gesagt. Oder was sagt er oder sie dir nicht? Der oder die möchte dir das jetzt irgendwo doch gerne kommunizieren, was hier eben noch nicht ausgesprochen wurde. So, das war jetzt eine schwierige Geburt, oder? Ja. Dann lasst uns einfach mal schauen. Ich hau jetzt gleich mit dem Engel der Libitsch hier rein. Es gibt Dinge, die sind unausgesprochen. Und es gibt Dinge, die tut ihm oder ihr leid. Ja, was man dir hier gesagt hat, wie man reagiert hat dir gegenüber. Oder eben, weißt du, du kommst vielleicht noch in so ein Szenario jetzt übers WE. Dass da echt eine Situation ist, wo es Klärung bedarf, wo man aber auch nicht so tun sollte, als wäre alles tutti frutti, ne? Aber es ist schon mal ein Schritt nach vorn. Ja, das muss man halt auch so sehen, ne? So, dann lasst uns mal weiterschauen. Was haben wir hier? Wir haben einmal die Verlobung und befreie dich. Wow. Also, meine Lieben, es wird eine richtig schöne Legung. Ihr merkt es vielleicht ein bisschen, ich strauche gerade so ein bisschen rum, um das Ganze hier zu fassen, wie ich deinen König, deine Königin hier wahrnehmen soll und wie ich dich hier wahrnehme. Die Verlobung steht ja für eine neue Stufe der Hingabe. Und gleichzeitig ist es aber hier wichtig, dass man die Kontrolle über sein eigenes Leben zurückgewinnt. Das heißt, ich nehme das so wahr, dass hier definitiv eine Aussprache reinkommt, die auch sehr wichtig sein wird für euch. Ja, zumindest muss es jetzt nicht übers Wochenende schon so sein, dass man sich jetzt gleich trifft und ausspricht oder so. Ich habe hier einfach mal so das Gefühl, hier geht ein klitzekleines Schrittchen voran, ne? Auch wenn hier Verlobung steht und ja, hier gibt es eine Aussprache. Lass den Typen, lass die Kirsche jetzt dieses kommende Wochenende doch erstmal kommen, ankommen.
Und das mit guten Absichten hier. Was aber hier wichtig ist, erstmal darfst du wissen, in der Situation, in der du steckst, die wird so nicht bleiben. Also eine Aussprache ist möglich. Es ist sogar möglich, dass ihr beide hier eine neue Stufe erreichen werdet. Also vielleicht auch in Harmonie, mehr in Harmonie geht, ja? Weil eine Verlobung, ja, hier ist ja sozusagen wie ein Versprechen, was ich hier habe. Es ist ja ein Versprechen, was man sich hier geben wird, alle beide. Ja, ein bestimmtes Versprechen. Es könnte zum Beispiel sein, ja, versprichst du mir, dass du nicht immer gleich abhaust? Versprichst du mir, dass du mich nicht immer gleich löscht und blockierst? Versprichst du mir, wenn du die Dinge gleich offen sagst oder wenn du es nicht offen sagst, dass du es mir wenigstens schreibst? Versprichst du mir, wenn irgendwas ist, dass du dann mit mir sprichst und oder den Kontakt hältst? Solche Dinge könnten hier jetzt für das kommende WE auch möglich sein. Ne? Und gleichzeitig wird es aber auch für dich, das nehme ich auch so wahr, für dich wird es wichtig sein, dass du bei dir bleibst, weißt du? Dass du nicht mehr gefühlt in so einen Sog so reinfällst, so von gewissen Ängsten, von Sorgen, die du dir vielleicht wegen dieser Verbindung machst, sondern dass du die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückgewinnst. Eben, weißt du, auch wenn jetzt hier Stress ist, scheinbar Stress ist oder scheinbar Funkstille auf irgendeiner Seite, das klärende Gespräch wird kommen und ganz wichtig, es sollte auch kommen. Ja? Es sollte hier jetzt nicht nur irgendwie gekuscht werden, sondern wirklich klimperklar sollten die Dinge hier ausgesprochen werden. Ja, und es ist wichtig, wenn du wieder zur Arbeit gehst, wenn du dich mit Freunden oder Freundinnen triffst, dass du da auch voll und ganz bei der Arbeit bist, dass du auch voll und ganz bei deinen Freunden bist, dass du nicht mehr mit dem Kopf zu sehr bei diesen Typen oder bei dieser Kirsche eben bist. Das heißt, es wird ja nicht besser, ne? Ich krieg auch irgendwie so rein, dass du aufhören darfst, mit Freunden über ihn oder sie zu sprechen, weil hier eine komplett neue Ebene entstehen wird zwischen euch, wo es eben nicht mehr darum geht, seinen ganzen Fokus oder Lebensinhalt nur auf diese Kirsche oder diesen Typen hier zu schieben, weißt du? Also ich nehme so wahr, hier kommt so eine harmonische Energie für dich persönlich erstmal selbst rein. Vielleicht ist das auch wichtig für dich, dass du einfach weißt, boah, demnächst ist einfach Ruhe. Es ist nicht mehr so ein Terz, so ein Kladderadatsch oder so. Ich habe bei euch sind viele Missverständnisse. Wie gesagt, die Aussprache ist hier möglich und auch nötig. Und hier geht es auch darum, dass man eine gewisse Form von Entscheidungslosigkeit jemanden verzeiht. Ja, es kann sein, dass du für dich halt immer mehr merkst, okay, dieser Mann, diese Frau kann sich nicht entscheiden. Und dementsprechend könnte das trotzdem eine neue Stufe der Hingabe sein, die du vielleicht auch für dich selbst bietest und gibst, indem du eben dich davon befreist, immer wieder darauf zu pochen, entscheide dich, ne? Denk mal drüber nach, was du willst, ne? Guck mal auf die Uhr. Ich will noch was reißen in meinem Leben, ne? Nee, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen eine Energie, die für dich hier rausgeht, dass du es vielleicht wirklich schade findest, dass hier jemand sich eben nicht entscheiden kann, aber ich nehme so wahr, du akzeptierst es erstmal. Du akzeptierst das, dass da, ich weiß nicht, ich nehme so wahr, du hast keine Erwartungen und Hoffnungen mehr, freust dich aber jedoch, wenn hier trotzdem ein klärendes Gespräch möglich wäre. Also das heißt, du gehst so ein bisschen für dich einen Schritt zurück. Dadurch entsteht aber auch eine neue Stufe der Hingabe in dieser Verbindung,
was auch sehr fruchtbar sein könnte. Also es ist nicht so, dass ich dir heute sage, die Verbindung ist für den Arsch, nur weil sich jemand nicht entscheiden kann. Aber es ist gleichzeitig aber erstmal so ein Impuls für dich, was wichtig sein könnte, dass du eine andere Haltung dazu einnimmst, dass du es akzeptierst, dass du keinen Druck mehr machst, dass du wieder mehr dein Leben in die Hand nimmst und einfach diesen Menschen irgendwo erstmal so sein lässt, wie er oder sie ist, ne? Was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es gibt gleichzeitig auch wieder dadurch, weil du dich gefühlt zurückstellst, bekommt ihr ja trotzdem wieder so eine neue Ebene dadurch, ne? Da wird sich nämlich dein Gegenüber vielleicht auch fragen, hä, was ist denn mit der los, ne? Oder hä, was ist denn mit dem los, ne? Sonst haben wir doch immer so gestritten oder diskutiert, Entscheidung hin oder her, was willst du nicht, ne? Und hier ist es so, du fokussierst dich oder du solltest dich einfach auf dein Leben fokussieren, die Dinge erstmal so hinzunehmen, wie sie sind und dein Leben einhauchen. Und dadurch entsteht eine neue Ebene zwischen euch, indem du eben keinen Druck mehr machst, weil ich das Gefühl habe, du hast es eh nicht unter Kontrolle. Ja, du hast die Situation nicht unter Kontrolle, aber was du unter Kontrolle hast, ist dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und du kannst doch für dich trotzdem glücklich sein. Ich weiß, dass das schwierig ist, ne? So diesen Abstand, diese Distanz da zu finden oder zu nehmen, wenn man jemanden eben wirklich sehr mag. Ja, dann ist das immer leichter gesagt als getan, wenn dann jemand kommt, na Mensch, du kannst doch aber auf dein Leben schauen, ne? Du kannst es dir doch schön machen, das will man ja nicht hören. Aber ich sehe hier einfach, zukünftig kommst du in so eine Energie, wo du mehr das Gefühl hast, boah, ich war viel zu kontrollierend in dieser Verbindung, ich sollte auf mein Leben schauen, dass ich da die Kontrolle habe, dass da alles läuft. Und dementsprechend verändert sich hier scheinbar alles. Ja? Und darauf möchte ich jetzt bitte aufbauen, weil sich ja wirklich eine Besserung hier Dingsens, weil hier eine Besserung kommt. Oh. So. Und da will ich jetzt erstmal die Quintessenz dessen betrachten, bevor ich darauf aufbaue, weil wir haben ja eine neue Stufe der Hingabe. Das sind zu viele, mein Engel. Sorry, aber das sind too much. Ich hätte bitte eine klimperklare Aussage gern. Die Sechs der Luft. Tja, ab auf ruhigere Fahrwasser. Kein Stress mehr. Auch wenn man eben nicht, weißt du, das ist so ein Aufbruch mit ungewissen Gefühlen. Man weiß nicht, was einen auf der anderen Seite erwartet. Aber es wird Zeit, ruhiger zu werden. Es wird Zeit, dass man vielleicht auch selbst ruhiger wird. Es wird Zeit, dass eine schwierige Phase einfach vorbei ist. Ja? Und das könntest du für dich hier immer mehr merken, weil du deine Haltung zu diesem Thema, zu diesen Auseinandersetzungen, zu diesen Menschen generell, weißt du, du musst eigentlich, solltest du nur mal deinen Fokus ein bisschen ändern. Einfach mal wieder auf dein Leben schauen. Was kannst du dir vorstellen? Woran könntest du vielleicht noch wachsen? Was für Wünsche und Träume hast du für dich selbst? Und sobald du das irgendwie für dich checkst, dass es da noch so viel gibt, wirst du entspannter. Und auch entspannter einen Menschen gegenüber, der oder die aktuell scheinbar noch entscheidungsunwillig ist, dir nicht das geben kann, was du dir gerne wünschst und erhoffst. Aber das sehe ich. Weißt du, es ist irgendwie so, du veränderst dich und auf einmal verändert sich die ganze Welt um dich drumherum. Und das ist echt eine mega schöne Message, weil hier ist es scheißegal, was ein König macht oder eine Königin.
sondern hier ist es schön mit anzusehen, und da hoffe ich, dass viele damit in Resonanz gehen, hier ist es schön mit anzusehen, zu erkennen, dass du erkennst, ich wieder mit meinem Deutsch, ne? Dass du dich ändern, dass du dich änderst zum Besseren, den Fokus auf dich legst. Ich weiß, ich wiederhole mich, ne? Ich laber mir wieder eine Pfütze auf die Zunge, aber du veränderst dich und plötzlich verändert sich die ganze Welt um dich drumherum. Und zwischen euch beiden wird eine schwierige Phase hier beendet werden. Es wird ruhiger werden zwischen euch. Es wird wahrscheinlich tatsächlich auch aufwärts gehen mit euch. Aber eben nicht vergessen, weil du dich veränderst, weil du eine andere Haltung einnimmst, kommt hier plötzlich woanders eine Wende her. Es soll hier in dieser Karte aufwärts gehen und hier haben wir ja auch eine neue Stufe der Hingabe. Ich wiederhole nochmal, das passiert aber nur, weil du dich selbst veränderst. Und wie gesagt, manche fragen sich jetzt wieder, boah, warum sollte ich mich verändern? Oder was weiß ich, was hat das mit mir zu tun oder irgendwas? Es hat viel mit dir zu tun, auch wenn es schwierig ist, das zu erkennen, ne? Selbst wenn du jetzt von dir so denkst, boah, ich habe doch hier alles versucht, richtig zu machen, dass es hält, dass es klappt, ich habe doch alles getan und so weiter. Aber du wirst an einem Punkt kommen, wo du's, wo da einfach ein Knoten platzt. Weißt du, wo du für dich so erkennst, ja, ich habe noch den Traum, ich habe noch den Wunsch. Ja, ich habe zwar wenig Kohle, aber wie könnte ich den erreichen? Und schon alleine, weil du anfängst, dich damit zu beschäftigen, kommst du mehr wieder so in den Fluss deines Lebens. Manchmal ist es nicht der König oder die Königin, der oder die dich da vielleicht gerade stresst. Nicht immer. Schau da einfach mal bei dir, mein Engel. Selbst wenn da einfach mal schon lange, ich weiß es auch nicht, einen Jakobsweg mal langlaufen wolltest oder so. Oder einfach immer wieder verschoben hast, mal wegzufahren für dich alleine oder... Wenn du dich zu Hause isolierst und einigelst, dass du einfach so den ersten Schritt machst und sagst, ja, ich lade jetzt mal eine Freundin ein, ich lade jetzt mal einen Freund ein oder so. Irgendetwas veränderst du in deinem Leben und plötzlich verändert sich alles um dich drum herum. So, jetzt habe ich lange geredet. Ihr, bei euch als Verbindung darf es aufwärts gehen. Und da tauche ich doch direkt mal ein. Was ist los bei deiner König, bei deiner Königin? Jetzt, wo du anfängst, dir Leben in dein Leben einzuhauchen. Was ist bei deinem König, bei deiner Königin, Losi? Boah, schau dir das mal an, wir haben die drei der Schwerter. Und dem Bube der Kelche. Ja. Das ist meine klare Aussage hier, mein Engel. Also dein König, deine Königin weiß, wie sehr man dich enttäuscht hat. Vielleicht, weil man immer einen klärenden Gespräch ausgewichen ist, vielleicht auch, weil man nie eine Entscheidung gefällt hat in deine Richtung. Also hier ist eine große Enttäuschung, eine große Traurigkeit. Er oder sie weiß das, dass man nicht fair war, dass man dich unsicher gemacht hat, dass man dich traurig gemacht hat, dass man dich verletzt hat. Also ihm ist klar, was er für ungute Gefühle in dir ausgelöst hat. Und wie gesagt, hier geht es ja um ein klärendes Gespräch, den man hier immer wieder ausweicht, ne?
Und eben auch wegen einer Entscheidung. Also hier tut es jemandem leid, dass man dich immer hat so am langen Arm verhungern lassen. Und ich habe hier ja noch eine Karte, der Bube der Kelche. Also der möchte hier auf jeden Fall wieder auf dich zukommen oder sie möchte hier auf jeden Fall wieder auf dich zukommen und wirklich um Entschuldigung bitten. Es tut mir leid. Das ist bei deinem König hier, Losi. Bei deiner Königin. Oh. Ah, das muss man jetzt erst mal ein bisschen sacken lassen hier. Hier hatte ich, also ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, aber ich merke aber auch, dass du selbst gerade wegen dieser schmerzlichen Situation, wegen dieser enttäuschenden Situation wirklich über dich hinaus wächst, ja? Also ich sehe, dass du Wege findest oder eben schon gefunden hast, um wirklich wieder mehr die Kontrolle über dein eigenes Leben zu finden oder wie gesagt, du wirst es jetzt tun, weil hier ist echt etwas in deinem Leben passiert mit ihm oder mit ihr. Das war nicht schön. Na, guck mal, es sind drei Schwerter in deinem Herzen, ne? Kaputt, verletzt. Ja. Und das möchte man wieder gut machen. Also hier bittet man wirklich um ein klärendes Gespräch jetzt demnächst. Und eben auch, ey, gib mir noch mal eine Chance, dieses Herz zu flicken. Hier möchte jemand nicht mehr, dass dieser Zustand dieser drei Schwerter in deinem Herzen ist. Ja, man möchte sozusagen mit dem ersten Kelch der Liebe den sozusagen über das Herz, die Liebe über dein Herz schütten, über dein gebrochenes Herz. Meine Fresse, das ist echt sehr. Es geht ganz schön tief rein hier. Was ist denn bei dir so, Losi? Weil ich sehe ja, du bist schon so in, du solltest jetzt aktuell schon in so einem Modus sein, dass du deinen Fokus, du bist wieder fokussierter in deinem Leben, ne? Oder du kommst da eben noch hin. Was sagst denn du so, mein Engel? Ja, die zwei der Münzen. Ja, auch in dieser Legung wieder, ne? Habe ich so für dich. Du bist unsicher, ja? Du könntest wirklich, wenn hier jetzt jemand wiederkommt und mir dir wirklich was klären möchte oder dich mit, sich mit dir versöhnen möchte, bist du noch in so einem wackeligen Zustand. Du bist unsicher. Es ist aber auch eine Entscheidung. Ja, die zwei der Münzen ist eine Entscheidung. Was tue ich, was mache ich? Ne? Wie in der letzten Legung, die ich da gemacht hatte, da hatte ich ja auch dieses Thema drin. Bleibe ich, gehe ich, gebe ich Ihnen oder ihr hier noch eine Chance? Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückschauen in die Jahre, die ich hier schon lege, da hat sich die Frage immer gar nicht gestellt, oh, bleibe ich, gehe ich? Ne? Da war ja dann wirklich so die Energie, na klar, wenn der oder die hier wiederkommt, freilich, ne? Kann gerne kommen, ich bin da, ich würde mich mega freuen. Aber wir sind ja jetzt so langsam in einer Zeit angekommen, wo jeder spirituell wirklich gewachsen ist. Denkt mal die letzten 3 Jahre zurück, wo ihr gestanden habt und wo ihr jetzt steht. Und jetzt werden wir schon in so eine Energie für uns spirituell gerückt, wo es wirklich darum geht, wo ist hier meine Grenze? Inwiefern öffne ich mich noch? Ne? Und es ist nicht mehr die Zeit, wo man hier wirklich hier wieder so reinspringt und alles ist tutti paletti. Nee, nee. Also wir kommen in eine überlegtere Energie und das ist das, was ich bei dir sehe. Du überlegst. Es ist nicht zwingend die Herzkarte, wo du gleich aus dem Herzen entscheidest, sondern du wägst wirklich ab. Das ist hier Kosten-Nutzen. Ja. Du bist unsicher, mein Schatz.
Noch eine für dich. Oh. Kurze Pause. So, da bin ich wieder. Fragt mich nicht. Das letzte Mal war es auch schon so. Mir fallen die Karten hier noch so weg. Mir hier nur noch so weg. So, noch eine Karte für dich, mein Engel. Ich würde das gerne noch mal klären. Also du bist unsicher. Da wollten auch zwei Karten fallen. Ich habe den König der Kelche und ich habe den Tod. Mein Engel, ich weiß, was los ist. Also das sind die an sich fast die gleichen Karten wie das letzte Mal. Es ist der Wahnsinn. Bloß, dass hier die sechs der Schwerter waren und jetzt haben wir die Todeskarte. Pass auf, jemand möchte sich ändern. Jemand möchte wirklich verändert auf dich zukommen. Du könntest das auch wirklich spüren. Es könnte bei dir ankommen und jemand möchte auch, dass das bei dir ankommt. Aber bei dir ist es trotzdem so, weißt du, es wird so sein, wie es ist schön, dass er jetzt so kommt und sich verändern möchte oder mir irgendwie zeigen möchte, dass er oder sie sich verändert hat. Aber du wirst skeptisch sein, weil hier scheinbar viel passiert ist und sehr viel passiert ist in deinem Herzen. Ne? Ich habe das Gefühl, ihr habt hier irgendwie mit jemandem zu tun, der euch oder die euch gefühlt gebrochen hat. Und es tut hier jemandem wirklich sehr, sehr leid. Und jemand weiß gar nicht, wie man mit dir noch irgendwie ein klärendes Gespräch führen soll, weil man eben ganz genau weiß, dass man dich hier irgendwo gebrochen hat. Und deswegen bist du hier auch mega unsicher, ob du jetzt wirklich noch mal auf diese heiße Herdplatte fasst. Und ob sich dieser König, diese Königin hier wirklich geändert hat. Ich nehme aber auch so wahr, dass du wahrnehmen wirst, dass sich seine Gefühle in deine Richtung verändern. In welche Richtung verändern sich denn seine Gefühle? Ja, weil der König der Kelche, der steht auch für eine Herzöffnung, ja, sich öffnen. Es ist egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Wo gehen denn hier, kleinen Augenblick. Ich kann so, wartet, ich kann so nicht arbeiten, Mensch. Da war noch eine Karte. So, wo gehen seine Gefühle hin? Die verändern sich ja. Nee, es ist gar nicht so, es muss gar nicht so in dem Sinne Unsicherheit sein, nein. Er spürt hinein, was er empfindet, wenn er mit dir demnächst wieder zusammen ist. Also es ist für mich hier nicht das Gefühl, dass er oder sie hier intellektuell an die Sache geht. Die Schwerter sind erhoben. Wir haben die Augenbinde hier drumherum. Schaut mal. Und man sitzt ja hier so ganz ruhig da. So, wir haben die Wasser, die Liebe. Wir haben hier den Mond, der auch für gewisse Ängste steht, Sorgen. Aber wir haben hier ganz viel Gefühl. Und das ist für mich auch eine Karte der Intuition, der Instinkte. Vielleicht auch des Bauchgefühls, aber es ist eher so, dass ich bei ihm so reinbekomme, wenn der jetzt auf dich zukommt oder sie auf dich zukommt und wirklich die Dinge bereinigen möchte. Ich habe es wirklich hier.
ernsthaft, auch in dieser Legung wieder, dann verändert er sich, dann verändert sie sich. Also man denkt gar nicht mehr so viel nach in dem Sinne, sondern man spürt einfach mal in sich hinein, wie sich das so anfühlt, wenn ihr hier wieder Kontakt miteinander habt. Einfach nur mal so vom Gefühl her. Also hier schaltet jemand den Kopf aus und spürt, fühlt. Hört, hier ist eine innere Stimme. Irgendwie sagt, es kann natürlich auch sein, dass er oder sie wirklich von dir träumt, dass die Seele, das Unterbewusste mit ihm oder ihr spricht. Ne? Steht auch der Mond hier für die Träume, wie gesagt, die Seele, das Wasser. Hier auch im weißen Gewand die Reinheit. Also hier ist eine klare Stimme, die man nicht greifen kann. Ich weiß, das klingt jetzt hochspirituell, ne? Aber hier kommen andere Energien auf ihn zu. Andere, ich sag jetzt mal so, andere Stimmen auf ihn zu, worauf er oder sie jetzt hört. Und das ist nicht irgendein Freund, irgendeine Freundin, das ist nicht vom Kopf her, dass man hier mega abwägt, ne? Und du bist jetzt hier so mehr so in diesem Modus, ich wäge mal lieber ab, ich schalte diesmal lieber den Kopf ein, ne? Weil hier die Wellen, die wir hier hinten haben, boah, das war mir hier zu viel. Ach, wie sagt man das in Deutschland? Ach, was weiß ich, das war mir einfach zu stürmisch, zu viel Wellengang. Jetzt schalte ich so ein bisschen meinen Kopf ein, versuche geerdet zu bleiben. Na, ich bekomme das bei dir wirklich so rein. Dir fällt es schwer, aus dem Gefühl, aus deinen Instinkten, aus deiner Intuition heraus, überhaupt hier im Kopf zu sein, wirklich zu sagen, ich streng mich jetzt an. Die Stimme, die mir sagt, dass ich ihn liebe, dass ich sie liebe, dass bla 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 und sonst was, Schluss aus, vorbei, ich sollte den Kopf einschalten. Ne? Und dann rattert das hier bei dir noch so ein bisschen, weil du das kannst du noch gar nicht so. Es fällt dir schwer. Ne? Es fällt dir schwer, aber du bist halt auch dabei, dich so ein bisschen zu verändern, eben mit um auch mit dieser Situation hier klar zu kommen. Ja? Und hier ist es eben so, er geht in andere, in andere Sphären. Sei es ein Traum, der ihn oder sie dir zurückbringt, eine innere Stimme, die immer wieder nach dir ruft, die immer wieder irgendwie sagt, ja, bei dir fühle ich mich am wohlsten. Lasst uns mal weiterschauen. Jetzt sind wir ja wieder sehr bei ihm. Die Karten. Ja, ich weiß, ich habe keine Frage gestellt. Ich lasse die jetzt einfach kommen. Also die 8 der Münzen. Also ist es klimperklar, ist es so, dass man hier gerne daran arbeiten möchte, auch hier in dieser Legung. Es gibt neue Impulse, die man gerne setzen möchte mit dir, ganz einfach, weil man aber auch merkt, dass du es wert bist. Ja, also die 8 der Münzen, das ist ja auch ein Wert da. Die 8 der Münzen steht klar für einen Neuanfang, für lass uns loslegen, lass uns irgendetwas Neues kreieren. Also das, man hat hier schon Lust, was Neues hier auf die Beine zu stellen mit dir auf jeden Fall. Aber die 8 der Münzen ist halt auch etwas, guck mal, hier hat jemand, hier macht sich jemand an die Arbeit und tüftelt. Und hier hat sich jemand auch schon einen Plan erstellt, wie man hier versöhnlich wieder auf dich zukommen könnte. Ja, weil hier legt ja sozusagen jemand schon los. Er hat doch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Also das heißt, du könntest dich jetzt demnächst einfach auch mal ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Hier legt jemand los.
und möchte aber auch in dieser Legung wieder Substanz reinbringen. Also das heißt, es kann auch sein, dass er oder sie wirklich auch neue Impulse nutzt, um auch in seinem Leben, in ihrem Leben klarer zu kommen, klarer zu werden. Und deswegen haben wir ja hier diese Karte der inneren Stimme. Meine Instinkte. Ich lausche mal in mich hinein. Ich mache mal meine Augen zu. Ich gehe mal in die Stille. Und ich spüre mal einfach nach, wie das so ist mit dir, wie das so war. Ja. Und dann erhält man hier irgendwie auch neue Impulse, neue Möglichkeiten. Äußerst positiv. Ja, hier will jemand auch loslegen. Ne? Das will man hier nicht so stehen lassen. Das nehme ich auch so wahr. Wie ist es denn jetzt bei dir, mein Engelchen, wenn ich jetzt hier so weitermische, dass hier jemand kommt? Ich meine, du bist dir unsicher, ob er oder sie sich wirklich geändert hat, weil, wie gesagt, es ist viel passiert, ja, Messer ins Herz gerammt und ich gucke jetzt lieber auf mein Leben, ich will die Kontrolle wieder in mein Leben haben. Aber wie geht es bei dir weiter? Wie wirst du das empfinden, wenn er oder sie hier kommt mit neuen Möglichkeiten? Temperance, das ist schön. Du wirst es als Glück sehen. Es wird dich glücklich machen. Das ist jetzt hier nicht eine Energie, wo man tatsächlich sagt, boah, der braucht mir nicht mehr wiederzukommen. Aber er wird dir ein paar Dinge zeigen. Er wird dir ein paar Dinge zeigen, die dir zum Verstehen geben, die dir zu verstehen geben. Ja, dass er oder sie hier Harmonie möchte. Ja, ich habe es auch hier in dieser Legung wieder. Hier möchte jemand einfach wieder etwas gut machen. Das sind die Wasser des Lebens. Guck mal, hier blüht alles. Es ist schön. Ich habe hier ein Engelchen. Ich habe so das Gefühl, du bist sein ihr Engel. Als ob das hier jemandem klar wird. Wenn man, ich weiß, das klingt für einige doof, ne? Welcher Mann macht das schon, so in sich zu gehen und so, ne? Aber ich habe das hier im stillen Kämmerlein. Das gibt, werden nicht alle hier zugeben, aber ich hab's hier. Im stillen Kämmerlein. Was wäre, wenn du einfach hier das Engelchen bist? Für ihn oder für sie? Wie siehst du das Ganze? Es wird für dich, ich habe das Gefühl, der schafft das oder sie schafft das, dass das zwischen euch wieder erblüht. Weißt du, Temperance, ach, die Mäßigkeit, das ist eine Sache, die will der so nach und nach wieder so ein bisschen in den Flow bringen zwischen euch. Hier will jemand, egal welches Blatt ich hier jetzt nehme, wirklich wieder etwas gut machen. Aber Schritt für Schritt. Hier wird nichts übereilt. Und hier werden aber auch Dinge getan, die gut durchdacht sind. Also er oder sie wird nicht von heute auf morgen wirklich mit einer Entscheidung auf Tasche hier sein. Aber damit wirst du auch klarkommen, weil du richtest ja deinen Fokus so weit auf dich. Und wie gesagt, es verändert sich hier eh alles gerade bei dir, ne? Du veränderst dich, somit auch dein Leben. Und somit erlaubst du dir eben auch selbst, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber ich gebe es gern nochmal vor, somit erlaubst du dir aber auch eben selbst, einfach auch mal skeptisch zu sein. Eben nicht mehr zuzulassen, dich an dieser heißen Herdplatte zu verbrennen. Und er möchte daran arbeiten, dass das zwischen euch wieder läuft und harmonisch ist, dass Frieden reinkommt, dass so etwas hier zwischen euch nie wieder passiert. Wie gesagt, hier kommt ja dieses, boah, ey, sorry. Huch! Das machen wir, das lassen wir so, super. Patzer müssen sein.
Mann, ey. Ja, sorry. Oh Mann, ey. Königin lebt noch. Ihr habt was zu lachen am Wochenende bei diesem ernsten Thema. Wie das bei den Frauen dann immer so ist. Ne? So, genug. Also hier möchte sich wieder jemand wirklich, das will jemand nicht mehr. Temperance, Harmonie, Frieden. So von Zeit zu Zeit. Lange Rede und nur ein Sinn. Jemand möchte etwas wieder gut machen. Und ich hoffe, dass das bei vielen jetzt übers WE schon irgendwie passiert. Ne? Guck mal, hier unterm Kartendeck haben wir den Wagen. Also es geht wirklich, hier will jemand loslegen, etwas tun, etwas verändern. Ne? Also ich wiederhole mich. Ne? Ich möchte mal gerne wissen, was er oder sie hier für dich empfindet. Religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Das ist so eine Karma-Karte. Habe ich mir abgeguckt. Eine bestimmte Kartenlegerin sagt das auch immer, dass das die Karma-Karte ist. Und das sage ich, ich habe es mir abgeguckt. Ich sage es euch jetzt hier auch. Das, liebe Grüße dahin und vielen lieben Dank für die Impulse. Genau. Aber den Impuls fand ich cool. Was empfindet er für dich? Er empfindet hier im weitestgehenden Sinne jetzt genau dasselbe, was du für ihn vor einer bestimmten Zeit empfunden hast. Weil es Karma ist hier. Und dann scheinbar auch Liebe. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er spürt, dass du gewisse Einstellungen hast, gewisse Werte, die vielleicht nicht konform gehen mit seiner Einstellung, mit seinen Werten. Und dass das so ein bisschen, hier ist eine Sache, die könnte euch so ein bisschen noch beeinflussen. Das heißt, ich kriege im weitestgehenden Sinne hier so rein, wenn er könnte, so wie er wollte, dann würde er es mit dir tun. Wenn sie könnte, so wie sie wollte, dann würde sie es mit dir tun. Aber hier ist eine Sache, da ist noch eine Hürde dahinter. Ich habe mal drunter geguckt. Ja, man spürt auch, dass du hier wirklich der oder die Richtige bist. Und es ist auch eine Sache, wo man weiß, ich bin ihr hier schon längst mit dir. Du bist es halt. Ich bin dir schon längst begegnet. Ich brauche mich jetzt gar nicht weiter auf die Suche zu machen. Du bist es halt, ne? Und wie gesagt, dieses Karma in dem Sinne noch dazu von, ja, ne? Die Liebe, die du gegeben hast, die gibt man hier irgendwie auch wieder zurück. Darunter haben wir tatsächlich noch die wahre Liebe, ja? Dies ist die Liebe deines Lebens. Ich meine, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Für einige könnte das natürlich auch sein. Ne? Aber hier merkt jemand wirklich, dass es Liebe ist, Punkt. Ja? Also ganz ehrlich, hier hat jemand Scheiße gebaut und merkt aber wirklich, dass man dich zurückhaben will, auch wieder in dieser Legung. Man möchte es harmonischer machen. Also hier sind auch viele Zugeständnisse. Und es wird auch harmonischer, es wird schöner, aber es ist auch Liebe, was man hier für dich empfindet. Was wirst du denn hier für ihn oder für sie empfinden? Weil du bist ja hier noch auf den unsicheren Part. Du befreist dich hier noch oder richtest den Fokus auf dein Leben. Ich habe bei dir, mh,
Du befindest dich ja für ihn, für sie auf so einem moralischen Weg, ne? Und du spürst für dich, dass du irgendwelche Elternthemen loslassen solltest. Oder eben was mit Familie zu tun hat. Du könntest dir auch Sorgen ums Geld machen. Aber du spürst eben auch, dass eine Entscheidung nötig wäre. Also ich sehe, dass du dir viele Sorgen machst. Weißt du, hier ist jemand möchte pure Harmonie, liebt dich hier irgendwie zurück. Aber ich sehe bei dir, du schaffst es, wirklich die Kontrolle über dein Leben wieder zurückzugewinnen. Aber ich sehe eben bei dir auch warum. Es gibt wirklich gewisse Familienthemen, die entweder in dir selbst noch verstrickt sind, ja, irgendein Verhaltensmuster, was du hast, irgendwelche Glaubenssätze. Und gleichzeitig auch das Thema Geld belastet dich hier. Und weil dich das belasten könnte, das könnte auch echt hier dein König oder deine Königin hier wieder betreffen, weil hier ja jemand weiß, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, ne? Aber ich habe das hier für dich. Du könntest für dich ja schon spüren, irgendwann solltest du hier eine gewisse Entscheidung treffen, vielleicht auch im finanziellen, beruflichen Bereich, vielleicht auch was deine eigene Familie betrifft, vielleicht auch was eben gewisse Glaubenssätze betreffen, bestimmte Verhaltensweisen über, du machst dir ganz schön viel Gedanken über Gott und die ganze Welt. Aber was empfindest du denn hier jetzt für diesen König, für diese Königin? Das ist eher so das, was ich hier bei dir auf den Herzen habe. Lass Kontrollthemen los, das gibt's doch nicht. Das ist bei dir großes Thema, ne? Also, ich weiß nicht, ob du das hier bist oder jetzt dein König, deine Königin. Jetzt müsst ihr wirklich filtern. Hier zerdenkt jemand ganz schön viel. Und das vielleicht aber auch wirklich zu Recht. Hier ist wirklich viel passiert, mein Engel, und ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, du wirst die Welt jetzt mit anderen Augen sehen, nachdem dir hier so eine Enttäuschung passiert ist. Und ich habe auch das Gefühl, deine Welt steht Kopf und du veränderst das jetzt alles. Und dadurch entsteht wirklich eine gänzlich neue Welt für dich, aber ich sehe eben auch, du möchtest diesmal keinerlei Fehler mehr begehen. Ich kann nur sagen, auf der anderen Seite ist es so, dass hier jemand das alles wieder gut machen möchte. Während du in so einem Prozess bist von, ab heute versuche ich das alles zu kontrollieren. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Hast das wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Du hattest gefühlt hier nichts mehr unter Kontrolle. Und hier heißt es aber, die Kontrolle über dein eigenes Leben holst du dir zurück, sei es familiär, sei es finanziell und generell. Eine Entscheidung, was dieser Typ oder diese Kirsche betrifft. So. Aber ich nehme auch so wahr, gerade was dieser Typ oder diese Kirsche will, ist, ich möchte Harmonie und Frieden und die Wasser des Lebens sollen uns dahin führen, wo wir hingehören. Und für dich heißt es, schwimm die Wasser des Lebens mit diesem Typen oder dieser Kirsche einfach mal mit und du wirst hinterher wissen, wo du hingehörst.
Du bist ein gebrandmarktes Kind, mein Engel. Und zu Recht bist du vorsichtig. Aber ich nehme so wahr, dass du jemanden wirklich noch einmal eine Chance geben solltest. In dieser Legung ja. Wenn du damit so in Resonanz gehst, dann ja. Wenn natürlich hier jemand schlecht ist, dich schlägt und sonst und dich verbal angeht wie Sau, dann eher weniger. Aber wenn das wirkt, wenn du damit wirklich so in Resonanz gehst, lass es mit ihm oder ihr fließen. Das kriege ich hier so rein. Und jetzt möchte ich für euch beide nochmal eine Quintessenz haben. Wenn ihr es einfach fließen lasst, wo führt der Hase hin hier? Wo hoppelt der Hase hier hin, wenn ihr es einfach mal fließen lasst? Gebt mir bitte eine Message. Die Quintessenz. Ich hasse die Karte, die zwei der Stäbe. Ich brauche noch einen Impuls. Ich brauche einfach noch einen Impuls, sonst rede ich mir wieder eine Pfütze auf die Zunge. Zum Wochenende, das Video ist schon sehr lang. Ich brauche nur eine Quintessenz noch dazu. Weißt du, ich glaube, ihr werdet beide fähig sein, intellektuell wirklich nochmal darüber zu schauen, was hier gehauen und gestochen war zwischen euch. Das ist das, was ihr beide tatsächlich tun werdet. Das können nicht viele. Also ihr habt euch hier ganz schön was angetan. Die 10 der Schwerter. Ich schaue objektiv drauf. Das Ass der Münzen. Ja, das kriege ich bei euch beiden so krass rein. Weißt du, hättet echt so viele Möglichkeiten zusammen zu innerlichen und äußerlichen Reichtum. Also ihr könntet hier so mega krass miteinander wachsen, weil ich es eben halt auch hier so sehe. Ihr habt es sogar, ihr seid fähig, auch wenn Scheiße passiert, objektiv über diese Sache zu schauen, sich emotional zurückzustellen. Und wirklich dann auch die ganze Sache, die ganze Verbindung zu versuchen zu begreifen. Also hier ist mega Wachstumspotenzial. Das heißt, für dich vielleicht, okay, ich gehe mal raus aus den Herzen und schalte mal wieder ein bisschen mehr meinen Kopf ein. Ja, weil du bist vielleicht halt auch so ein Mensch, dass du vielleicht eher so auf dein Bauchgefühl hörst oder eher emotional bist und du vielleicht auch gemerkt hast, ja, wäre mal klug, ne, wenn ich einfach mal auch mal drüber nachdenken würde, nicht so schnell agieren würde, meinen Kopf einschalten würde, ne? Und er oder sie hat dich erwähnt, kommt jetzt mehr in so einen Modus, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich lausche mal in mich hinein. Was da so für Gefühle in mir sind. Was weiß ich, wenn ich mit dir schreibe, wenn ich mit dir telefoniere, wenn wir uns dann sehen. Ne? Also das heißt, ihr habt hier so ein Mega-Wachstumspotenzial. Aber es ist eben auch sehr schmerzhaft. Und hier ist wieder eine Chance. Und bei dem Ass der Münzen geht es wirklich darum, wirklich diese Chance zu sehen und das eben auch zu erkennen, was ihr für Möglichkeiten hättet, alle beide. Und das Ass der Münzen,
Das ist eine Sache, wie gesagt, für inneren und äußeren Reichtum, aber man muss sie erkennen. Und ich nehme so wahr, dass ihr es erkennen werdet. Im Laufe der Zeit wird euch hier immer mehr bewusster und klarer. Ja, wir gehen ja jetzt auch mal über in die Substanzkarte, sage ich jetzt mal. Hier ist ja ein Wert, hier ist ja etwas, was man greifen kann und worauf man bauen kann. Und da könntet ihr jetzt erstmal sein. Das ist jetzt vielleicht erstmal der Anfang. Und dann muss ich aber auch sagen, dann war der ganze Kladderadatsch, den ihr hier durchgegangen seid, mega wichtig, um das Potenzial eurer Verbindung jetzt wirklich erkennen zu können. Also nicht hier wie, das ist für einen Arsch, ich lasse das jetzt alles sein, ich schmeiße das jetzt alles weg. Nee. Hier sind zwei Parteien, die irgendwo die Haltung ändern. Im eigenen Leben, weißt du? Und plötzlich erkennt man, wow, das hat ja echt hier eine Chance auf innerlichen und äußerlichen Reichtum. Also das ist hier echt mega viel. Ihr müsst es nur erkennen. Meine Lieben, es ist Wochenende. Ich mische gerne ein bisschen weiter. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen länger mische. Und wir haben ihn schon wieder, den König der Kelche. Ja. Also du hast es hier mit einem Mann oder mit einer Frau zu tun, wie so oft in meinen Legungen hier. Hier ist schon jemand gefühlvoll und empathisch. Aber das hat eben halt auch das Potenzial, dass man auch sehr empfindlich sein kann, ne? Ja, meine Lieben, ich habe hier für dich einen König der Kelche oder eine Königin der Kelche, wo man jetzt erkennt oder mal so langsam drauf kommen sollte, was das für Potenzial hat mit dir oder dass du da drauf kommen solltest, was das für Potenzial hat mit ihr oder mit ihm. Na, die Liebenden. Also es ist hier auf jeden Fall in deine Richtung ein Ja. Klar, die Liebenden stehen auch für eine Entscheidung, aber ich nehme so wahr, dass sich genau dieser König oder diese Königin jetzt darüber klar wird, dass das gar nicht so schlecht war mit dir. Dass das Blödsinn war und dass das Scheiße war, was man mit dir gemacht hat, dass das viel mehr ist. Ja, hier haben wir es ja halt auch wieder. Es ist so ein Ja für die Liebe. Ja, also mehr kann ich dir hier leider jetzt auch nicht legen. Da muss ich später noch mal reinschauen. So, dann schauen wir mal rein. Ein Ja für die Liebe, Zwillingsseelen. Ich sag ja, irgendwie ihr spiegelt euch, ihr seid euch aber auch sehr ähnlich im Denken, im Tun und Machen. Ich habe schon wieder das Wunder. Wie in der letzten Legung, Leute, ich kann nichts anderes mehr legen. Es ist halt das. Und ich hoffe, dass viele damit in Resonanz gehen. Ne? Es ist eine Sache, weil ich, wie gesagt, das spiegelt es ja wieder. Ne? Du bist hin und her und denkst dir so, boah, ob die sich geändert hat, ob der sich geändert hat. Zögerlich. Aber ich habe auch hier wieder eine Sache. Es grenzt an ein Wunder, dass dieser Mensch ja genauso tickt wie ich. Oder so ähnlich einfach auch. Oder, ach.
Selbst wenn ihr gegensätzlich irgendwo wärt, kommt ihr euch vor wie Zwillinge, weil ihr euch in allem so einen Ausgleich gebt. Ich habe hier eine sehr fruchtbare. Wisst ihr, was ich hier so reinbekomme? Ich kriege hier so was Saturnisches rein. Das gibt es ja auch in Partnerhoroskopen, ne? Da muss man erst zu Anfang so richtig durch die Krise und die Scheiße gehen. Und irgendwann ist es dann so, dass so eine plötzlich so eine Wertschätzung reinkommt, immer mehr Harmonie. Und wenn man gefühlt so über den Berg ist, dann gucken beide zurück und denken sich, wow, dass wir das geschafft haben oder dass wir heute noch hier stehen. Aber es ist schön, dass wir es immer wieder versucht haben. Es muss nicht immer schlecht sein. Es muss nicht immer schlecht sein. Oder was Schlechtes sein, wenn man in einem gefühlten On-Off bleibt. Vorsicht, wenn ich das jetzt sage. Für manche wird es auch wirklich krank. Oder könnte es krankhaft werden? Da müsst ihr jetzt mal für euch schauen, ne? Aber manchmal ist es tatsächlich auch gut, das ist auch die Kehrseite, wenn man sich immer wieder gewisse Chancen auch gibt. Bloß dann trennt sich wieder die Spreu vom Weizen, ne? Wer hat es wirklich geschnackelt und verändert sich? Und wer hat es nicht geschnackelt und es bleibt wirklich so? Es ist nicht immer schlecht, einem On-Off mitzugehen. Es ist aber auch nicht immer gut. Und da solltet ihr jetzt selbst einfach mal für euch entscheiden, bis wohin tut es mir gut und bis wohin eben nicht mehr. So, das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.